Chance. Hi, hey, Uwe. Katrin, servus. Volkach ist echt eine schöne Stadt. Und es wird auch schon viel für Barrierefreiheit gemacht. Aber ich habe es jetzt mal selber ausprobiert und mich mal selber in den Rollstuhl gesetzt. Und da ist echt noch einiges zu tun. Du, ich sagte, als ich mit dem Kinderwagen hier immer in der Stadt unterwegs war, das war grauenhaft. Aber ich habe genau die richtige Ansprechpartnerin für uns. Also, wir waren jetzt in Volkach und sind dann mit dem Rollstuhl rumgefahren und es war einfach ganz furchtbar schlecht. Ja, du kommst überhaupt nicht gescheit drauf. Es ist nicht behindertengerecht und wir müssen unbedingt da noch was machen. Also die Barrierefreiheit, das wäre ganz wichtig, dass da eigentlich was getan wird, ob es für einen Rollstuhl ist oder für einen Kinderwagen. Also da müssen wir auch wirklich was tun. Ja, das stimmt. Also das ist wirklich ein Problem in Volkach, wenn man da mit dem Kinderwagen oder mit dem Rollstuhl kommt oder mit dem Rollator. Das ist ein Problem, das wollen wir angehen und das haben wir auch vom Stadtrat schon viel gemacht. Und das ist für die Zukunft eine wichtige Sache, die angegangen werden muss. Ein weiteres Problem ist noch die Leerstände in der Stadt und auch in den Stadtteilen. Da gehört was getan, gemeinsam mit den Eigentümern und den Bürgern. Und ein großes Anliegen ist mir auch noch, Arbeitsplätze hier zu uns in die Stadt zu bekommen, damit unsere Familien in Zukunft leben und arbeiten können hier auch weiterhin. Wenn ihr am 16. März, wenn es viele alle mich so unterstützen wie ihr und ich am 16. März gewählt werde, dann verspreche ich euch, kümmere ich mich um all diese Belange. Nicht nur reden, tun!